Hey Leute, jetzt mal wieder der Space Surfer. Check it out, yeah. Leute, ich habe die super Neuigkeit. Das geht vorwärts, echt. Das letzte Video, das vorletzte Video, das hat echt gerockt, ne? In den letzten 3-4 Tagen hat sich eine Menge getan. Ich habe wahnsinnig viele Nachrichten bekommen, voll viel Post bekommen, Anrufe ohne Ende, echt. Mein Telefon hat teilweise früh um 4 Uhr noch geklingelt, ne? Der erste ist an Bord. Ein Top-Typ, genau perfekt getroffen, echt. Genauso wie ich mir das vorgestellt habe, ne? Ich habe natürlich noch andere, die schon angerufen haben, die interessiert sind. Ich hab heute schon mit dem einen, ne, der jetzt schon an Bord ist, mit dem habe ich heute schon fast eine Stunde telefoniert. Wer das ist, bleibt noch geheim. Aber kann ich schon mal von vornherein sagen, da kommen in nächster Zeit neue Videos, neue Musik mit neuen Leuten. Ich nicht nur immer alleine hier vor der Kamera, da werde ich auch meine Kamera mit zu den Leuten nehmen, ne? Dann haben wir auch hier immer völlig unterschiedliche Locations, völlig unterschiedliche Leute, neue Leute, dann nicht nur immer einzelne Live-Sessions, auch nicht immer bloß Home-Sessions, dann kommen auch Videos von Live-Auftritten, Live-Mitschnitte, lustige Werbevideos, Quatsch-Videos, müssen wir mal sehen, da kommt jetzt immer was Neues, echt. Ihr seht mich zwar vor der Kamera, aber auch nicht immer. Die bekommt dann auch einen eigenen YouTube-Account und so, aber wenn ich dabei bin, dann sind dann auch andere mit dabei, neue Musik, Remixes von aktuellen Songs aus den Charts. Da wird vieles passieren und das wird kein Ende nehmen, echt, das wird immer krasser. Das wird immer geiler, kann ich nur noch gleich sagen. Also den Typ, den ich jetzt schon an Bord habe, der hat es echt genau getroffen, der ist jung, der ist 18, echt hübscher Kerl. Seit mehreren Jahren schon im DJ-Bereich tätig, aktiv, hat richtig seine festen Clubs, wo er hier seine Sets aufzieht. Bei dem geht was. Der fällt jetzt schon mega auf. Wartet erstmal ab, wenn der erstmal richtig Live-Musik macht. Wartet erstmal ab, wenn der meine Melodien live am Keyboard spielt. Wenn der hier live mit meinem Fruity Loops, wenn er meine Projekte hier richtig hier live performt, ne? Nebenbei noch. Das muss natürlich alles schön kombiniert werden. Dann wird man 15 Minuten mal eine richtige Live-Performance gemacht hier mit Fruity Loops, mit meinen Projekten. Danach wird wieder ein bisschen gemixt. So dass wirklich von allem, was dabei ist, immer schön variiert. Da werden auch völlig neue Kreationen dabei rauskommen. Ne? Richtig geile Techno-Remixes von aktuellen Songs aus den Charts. Da wird mega viel passieren. Immer was Neues. Ich kann auch von vornherein sagen, ihr könnt euch natürlich immer noch bewerben. Ne? Da können sich so viele bewerben, wie es nur geht. Ich will ein richtig großes Team aufbauen. Ihr könnt von ganz Deutschland kommen. Ist egal. Ich werde mich auch auf jeden Fall wirklich richtig persönlich um euch kümmern. Das ist nicht so, dass ich hier irgendwie Workshops mache, die ihr euch dann hier übers Internet angucken könnt. Wir treffen uns dann auch richtig. Ich unterstütze euch bei Partys, da bin ich dann mit dabei. Natürlich nicht bei jeder Party, aber dann nachher, wenn es schon größer wird, ihr müsst euch das so vorstellen. Größere Partys, größere Videos, mehr Klicks, größere Fanbase. Mehr Klicks heißt, ich kann euch bei größeren Events empfehlen. Ich kann dann euren Facebook-Account bzw. euren YouTube-Account bei größeren Eventmanagern vorstellen. Ich werde dann wirklich aktiv in eurer Umgebung Clubs für euch suchen. Natürlich müsst ihr erstmal das ganze Live-Konzept und alles so richtig, das muss erstmal richtig sitzen, ne? Da müsst ihr euch erstmal richtig damit wohlfühlen, da müssen wir erstmal ein richtig geiles Konzept,
direkt auf euch persönlich zuschneiden, das manage ich alles nebenbei. Ich gehe natürlich noch momentan normal arbeiten, aber so, wenn ich mal die Zukunft betrachte, in Bayern könnte ich davon vielleicht schon leben. Aber das wird immer geiler, das wird immer größer, das ist kein Problem. Ich kann das locker durchziehen, ich habe ja so viel Musik produziert in den letzten Jahren, ich habe ja so viele Videos gemacht, das seht ihr jetzt natürlich nicht in meinem YouTube-Account, weil ich den größten Teil alles rausgeschmissen habe, weil ich will das jetzt alles ganz anders aufziehen, echt. Ich will auf jeden Fall nicht mehr so im Mittelpunkt stehen. Ich werde auch definitiv nicht hier auf Partys gehen und live Musik spielen, da bin ich viel zu alt dafür. Jetzt kommen die Jungen, jetzt hole ich mir junge Talente ran. 18 bis 21 Leute. Und ihr müsst schon im DJ-Bereich tätig sein, das ist wichtig. Ohne DJing geht's nicht. Ich habe natürlich schon Anfragen gehabt von Leuten, ja hier, ich bin musikbegeistert, ich mache auch eigene Musik, ich habe vielleicht schon ein Release und so, aber wenn du kein DJ bist, kannst du vergessen. Ohne DJing geht's nicht. Weil sonst wird es einfach zu langweilig. Ich selber könnte mich nicht einfach so mit meinen Live-Session hier regelmäßig irgendwo in irgendwelche Clubstellen der Mucke machen, das wird zu langweilig. Weil, wenn du stundenlang immer denselben Stil spielst, ne, ich habe natürlich meinen Style, ich mache richtig geile Techno-Mucke, richtig fette Beats, geile Melodien. Geiler Synthesizer-Sound. Geile Mucke, aber da muss ein bisschen mehr Variation rein. Da spielst du wirklich mal drei Tracks, mal live, machst du so drei, vier Tracks, mal 15 Minuten, mal eine richtig fette Live-Performance mit Keyboard, allem drum und dran. Und dann mixst du wieder ein paar Songs, immer schön kombinieren, damit es nicht so einseitig wird. Du musst doch davon ausgehen, dass du öfter mal in denselben Clubs dann auflegst oder Musik machst. Und irgendwann sind die 7-8 Stunden Musik auch verbraucht, ey. Das wird echt so einseitig, da muss immer was Neues kommen. Und das kommt, Leute. Ich bin schon mal gespannt, was da jetzt in nächster Zeit noch passiert. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und verbreitet mal die Videos, echt. Bewerbt euch, ihr seid DJs, ihr seid jung, ihr seid talentiert, ihr müsst natürlich nicht immer, wie ich gesagt habe, wir alle Piercings haben und Tattoos und so. Wenn wir noch ein Team haben, echt, da kann von allem was dabei sein, echt. Auch wenn ihr ein bisschen schüchterner seid, meldet euch bei mir. Wenn ihr aktiv im DJ-Bereich tätig seid und Lust habt, ein bisschen Live-Musik nebenbei noch zu machen. Und ich schwöre euch, das Konzept wird geil, echt. Ich mache euch bekannt, ich mache euch populärer. Durch Live-Videos, schön verbinden mit Facebook. Dann kommt ihr zu geilen Partys. Dann machen wir auf den Partys auch wieder geile Videos und Fotos. Und das manage ich alles nebenbei. Und das ist alles kostenlos für euch. Solange ihr kein Einkommen habt, solange ihr keinen Gewinn macht, ist das für euch kostenlos. Es ist nicht so, dass ich jetzt Workshops anbiete, wo ich sage, gut, der Workshop kostet jetzt hier 100 Euro oder so. Ihr bezahlt erst, ich bekomme erst, ihr braucht das was zu bezahlen, wenn ihr Gewinn macht. Dann möchte ich davon 10%. Und das ist nicht viel. Von jedem Auftritt 10%. Das heißt, kriegst du 100 Euro für deinen Auftritt, kriege ich 10 Euro davon. Und ich suche euch natürlich dann auch wirklich Clubs in eurer Umgebung, in der näheren Umgebung, müssen wir sehen. Noch geiler wäre es, wenn ihr gleich zu zweit oder zu dritt seid, wenn ihr gleich wieder ein kleines Team seid, ne? Zwei, drei Mann, viel interessanter als eine Person. Kommt zu dritt, meldet euch bei mir. Dann habt ihr schon wieder, ihr könnt euch wieder Fahrgeld teilen. Dann schicke ich euch zu, wenn es geht, vielleicht gleich zu dritt zu irgendeinem Club oder so. Echt? Oder nehmt Freunde mit.
Kumpels. Also, ich sag mal, Fahrgeld ist wirklich eine wichtige Sache, weil das frisst richtig Kohle. Am Anfang, wenn ihr noch nicht so viel dafür bekommt, ne, dann müsst ihr sehen. Aber das wird schon echt. Wie gesagt, Leute, 10%. Stellt ihr euch mal vor, in ein paar Jahren sind hier vielleicht 100 Mann an Bord. Ich mir das mal so ausrechnen, vielleicht am Wochenende mal so 2, 3 Auftritte. Nicht vielleicht jedes Wochenende, aber nehmen wir das vielleicht so im Monat mal, na, so 5, 6, 7 Auftritte. Kriegst gleich so im Schnitt 100, 200 €, 10%. Da könnte ich irgendwann schon davon leben, aber erstmal sehen. Das sind erstmal die kleinen Beträge, ne? Das sind erstmal die kleinen Beträge. Je nachdem. Also derjenige, der an Bord ist, da sage ich dir, das ist so ein geiler Typ, ich schwöre dir, den kann ich nach ganz oben schießen. Das braucht bloß Zeit. Alles Schritt für Schritt. Na gut, Leute, erstmal bis hierhin, das wird schon wieder zu viel. Ich merke schon, die Videos, die werden zu lang. Was ich hier alles erzähle, ne? Zögert nicht so lange, meldet euch mal einfach bei mir. Bis zum nächsten Video, Leute. Ich werde euch am Laufen halten. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wollte ich sagen. Check it out. Yeah. Psycho.